Montag. Wir haben uns heute einen Tag frei genommen, weil ich endlich mal wieder mein Flugzeug in Gang bringen wollte. Es hat gar nicht gut angefangen. Erstmal wollte er nicht anspringen, dann war die Batterie wieder leer. Dann bin ich an der Winde gestartet und habe den Motor in der Luft angemacht, was wunderbar ging. Dann ließ sich der Motor aber nicht mehr einfahren. Ich wollte eigentlich um 12 Uhr los. Jetzt ist es schon 14 Uhr. Egal, ich bin jetzt über Itzehoe. So, nur 10 Minuten später, es ist jetzt, ja, 14 Uhr 8 sogar. Ich muss kurz rumbleiben. Es geht hier überall bergauf. Wir sind jetzt hier schon gleich in Brunsbüttel. Da vorne ist die Elbmündung. Vor uns ist der Kanal. Und soweit das Auge reicht, ist eigentlich geiles Wetter. Ich versuche jetzt möglichst weit mal nach Nordwesten zu fliegen und dann auf die Ostsee rüber, soweit es geht. Es geht ganz gut. So, ich habe jetzt Richtung Kurs auf Richtung Heide genommen. Fliege immer nur fast geradeaus. Ja, kann sich gar nicht vorstellen. Und die Wolken sehen perfekt aus. Und wir sind mittlerweile in Heide. Hier links ist die Nordsee. Da hinten ist Büsum. Links von uns, da schöne Büsum. Und vor uns ist die Nordsee. Wir fliegen mal schön dicht ran. Vielleicht bis St. Peter-Ording. Dann kann man den Strand da hinten schon sehen. Weil wir Ostwind haben, sollte es eigentlich funktionieren. Ja, so sehr ich die Nordsee auch liebe, ist auch tückisch, ne? Da habe ich mich ziemlich weit rausgetraut und plötzlich waren alle Wolken weg. Und dann war nur noch Saufen angesagt. Und dann hätte ich vielleicht gerade noch hier bis Heide-Büsum zurückgeschafft. War schon 500 Meter und wollte gerade auf den Knopf drücken. Und dann kam Gott sei Dank noch ein bisschen Thermik. Aber ich werde jetzt doch lieber langsam wieder auf Nummer sicher gehen. So, wir nehmen jetzt Kurs auf Rendsburg, nachdem wir an der Nordsee fast abgesoffen sind. Da hinten kann man schon Rendsburg sehen. Sind noch 32 Kilometer. So, wir kämpfen uns langsam gegen den Wind vor. Steigen ist mir noch ganz ansehnlich. Zwischen 3 und 4 Meter. Da hinten war die Nordsee, da komme ich her. Hier ist der Kanal. Da hinten ist immer noch Militär. Hier ist immer noch Rendsburg. Ist nicht so einfach, hier jetzt weiter voranzukommen, weil die Wolken ziemlich zerklüftet sind. Aber ich wollte eigentlich noch bis da vorne. Jetzt sieht man Kiel schon ein bisschen. Bis da würde ich gern noch. Vor uns liegt Kiel, aber da sieht es nicht mehr so gut aus. Ich werde jetzt hier die letzte Höhe holen und dann den Heimweg antreten über Neumünster, Itzehoe und nach Hause. Es ist mittlerweile 20.05 Uhr. Steigwinde sind immer noch ungebrochen gut. Zwischen 2, 3, 4 Meter. So, es ist jetzt 17 Uhr. Ich glaube, ich muss nach Hause. Da ist Legerdorf, da ist Itzehoe, da ist Heim, da sind Wolken, nach Hause.